Laura und Luigi haben seit 2019 die Quantenaustauschtreffen hervorragend moderiert. So konnte sich bei Brezen und Bier ein Ökosystem bilden. Ich freue mich nun sehr, dass das Quantenintegrationszentrum am LAZ eröffnet wird und wir aktiv an der Entwicklung der Quantencomputer mitwirken können. So können wir Anwendungen, Algorithmen und Heuristiken testen und eine neue Generation von Studierenden der Quantentechnologie ausbilden. Um ein Quantencomputing-System realisieren zu können, müssen wir zum einen die Hardware verbessern, als auch geeignete Algorithmen entwickeln, die das volle Potenzial eines Quantencomputers ausnutzen können. An dieser Schnittstelle spielt das LAZ Quantum Integration Center eine enorm wichtige Rolle. Nicht nur um die technischen Schnittstellen zwischen Quanten und klassischen Computern zu entwickeln und zu definieren, sondern auch um die Anwender-Community mit den Wissenschaftlern und Technikern, die am Bau des Quantencomputers arbeiten, zusammenzubringen. Das QRR-Lab der LMU München beschäftigt sich heute schon mit praktischen Use Cases, insbesondere im Bereich Optimierung. Wir arbeiten auf echten Quantenrechnern weltweit. Wir kooperieren aktuell mit Rigetti, mit IBM, mit Fujitsu und mit D-Wave und freuen uns aus Sicht der Grundlagenforschung, dass wir hier schon echte Ergebnisse erzielen. Und dieses Wissen, welcher Rechner ist der beste, welcher Rechner müsste in Deutschland aufgestellt werden, wie können wir auf diese Rechner zugreifen, da haben wir das LAZ als ganz wertvollen Partner. Uns Wissenschaftlern erlaubt das Quantum Integration Center über einen Zugang auf verschiedene Quantencomputer, die entweder hier in Bayern entwickelt werden oder von Unternehmen hier in Bayern bereitgestellt werden, zuzugreifen und damit wegweisende Forschung zu machen. Für Wissenschaftler und Ingenieure, die mit Quantum Computing noch nicht vertraut sind, erlaubt es, erste Erfahrungen mit dieser neuen Technologie zu sammeln und somit zügig von ihr zu profitieren. Insbesondere die bayerische und deutsche Industrie mit ihrer starken Forschungs- und Entwicklungskomponente hat ein sehr großes Potenzial, zu den ersten Profiteuren und Gewinnern der Anwendung von Quantencomputing zu werden. Das Quantum Integration Center ist hierfür ein ideales Sprungbrett.